Ja, ein herzliches Hallo heute aus der Haltestellenwerkstatt in Bergedorf. Ich stehe hier inmitten von Tausenden von Schildern, Haltestellen, Aushängen und Stadtplänen. Auch besondere Schilder wie hier, Warnblinken. Oder ganz speziell für die vier Marschlande, Sammelstelle bei Sturmflut. Oder hier, das ist auch nett, Ablösefahrzeug. Also auch mal so nicht alltägliche Schilder, aber die alltäglichen gibt es hier auch mit HVV-Logo, mit Haltestellennamen. Also hier sind wir im Lager und diese ganzen Schilder werden natürlich auch irgendwo produziert und das zeige ich euch auch mal. Hier sind wir in dem Raum, in dem die Haltestellenschilder produziert werden. Rechts von mir seht ihr viele bunte Farben, das S-Bahn-Symbol grün, das U-Bahn-Symbol blau. Das Liniennummer Rauten rot, das haben wir hier und natürlich auch das Schwarz. Das Schwarz für den Haltestellennamen, hier zwei Beispiele, Schwarz und Rot. Hier läuft, funktioniert das so, hier ist ein Kollege, der die Texte eintippt in seine Maschine, dann drückt er auf Plotten und dann nudelt diese Maschine los und produziert im Nu die Schilder, in dem die Folie eingeschnitten wird. Dann wird sie rausgenommen und entgittert. Das heißt, wir nehmen die Folie vom Papier, dann wird das Motiv auf das Aluminiumschild übertragen. Ja, und dann ist der Haltestellenname oder die Liniennummer wie hier dann auch fertig und kann dann in den Aluminiumrahmen an der Haltestelle montiert werden. Da ist so ein System, so ein Schubsystem, wo die Einschübe, so nennen wir sie, dann durchgetauscht werden. Aber so eine Haltestelle besteht natürlich auch mehr als nur aus Einschüben, denn wir haben ja auch noch die Aushänge, das heißt Tarifinformation, unser Fahrplan, hier ein Beispiel, dieser Aushang. Und wenn wir den jetzt so an den Mast hängen würden, dann dauert das nicht lange, dann ist er durchweicht und zerstört. Und das wollen wir natürlich nicht, deshalb muss er geschützt werden und dafür haben wir dann dieses Gerät. Das ist eine sogenannte Laminierstraße. Einlaminieren, das kennt man, das hat man vielleicht auch im Hobbybereich schon mal irgendwie gemacht oder davon gehört. Hier ist das ein bisschen professioneller, also wir haben hier mehrere hundert Aushänge, die wir in der Stunde verarbeiten können. Insgesamt sind bei der VAH mehrere tausend Aushänge zu erneuern, wenn Fahrplanwechsel ist. Und der ist am 10.12.23, dann kommt der neue Jahresfahrplan und leider ist das so, wir haben tausende Haltestellen und wir müssen schon jetzt anfangen, die Aushänge und die Beschilderung zu tauschen. Wenn ihr also an der Haltestelle steht und irgendwie das Gefühl habt, hier stimmt was nicht, also auf dem Aushang steht doch da, wo bleibt der Bus, oder dann guckt mal bitte auf das Datum oben rechts, wenn da steht ab 10.12.23, dann ist das nämlich schon der neue Fahrplan. Und das heißt, der alte Fahrplan ist hier schon ausgetauscht worden. In dem Fall, wenn ihr ein Smartphone habt, idealerweise vielleicht noch mit der HVV-App oder sonst guckt einfach bei hvv.de, dann könnt ihr da in der Fahrplanauskunft immer die richtigen Abfahrtszeiten finden, denn die Zeiten, die dort angegeben sind, sind immer aktuell. Und wenn ihr keine Möglichkeit habt, ins Internet zu gucken, dann gibt es noch die 19449. Das ist ja die HVV-Infoline. Auch die können euch mit Fahrplanauskünften weiterhelfen. Wie gesagt, wir müssen leider jetzt schon anfangen, damit wir zum Fahrplanwechsel dann rechtzeitig fertig sind. Das ist ein Prozedere, mit dem wir uns jedes Jahr befassen. Aber so ist das halt manchmal.